Buonasera und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum, zum nächsten Sommertour-Video und zu der internationalen Rom-Ministrantenwallfahrt 2018. Go Rome! Ja, ich sitze hier an einer Palme hier auf dem Boden und werde euch mal ein paar Bilder und ein paar kleine Videoclips zeigen, die ich in den letzten Tagen jetzt hier auf der Wallfahrt aufgenommen habe. Die Videokamera konnte ich an sich jetzt nicht wirklich mitnehmen und damit filmen, da es in Italien, in Rom so eine Sache ist, vloggens durch die Gegend zu laufen, ist da nicht ganz so klug. Ja, sitze jetzt hier in so einer wundervollen Umgebung. Ich kann es mal zeigen hier. Ein bisschen die Umgebung drehen jetzt verschwindig auch schon im Schatten. Ja, hier oben die Palmen. Über 30 Grad im sonnigen Rom haben wir uns auf den Weg gemacht und suchen den Frieden und jagen ihm nach. Wir sind auf einem Campingplatz vor Rom, also ein bisschen außerhalb. Der Zeltplatz, der Campingplatz sieht gar nicht so übel aus. Ich zeige euch gleich mal ein, zwei Bilder davon. Am Sonntagabend sind wir hier aufgetroffen auf dem Platz und haben uns eingerichtet, haben die Zelte bewohnbar gemacht und haben uns eingefunden und sind angekommen auf dem Platz. Montag ging es dann weiter, wo die Pilgerreise dann auch offiziell begann, mit einem kleinen Stadtrundgang, einem großen, um genau zu sein, begannen wir die Ministrantenwallfahrt 2018 in Rom. Quer durch Rom sind wir gelaufen und haben uns die ganzen Sehenswürdigkeiten von der ewigen Stadt angeguckt. Das Pantheon, den Trevi-Brunnen. Auch am Petersplatz sind wir schon am Montag vorbeigelaufen. Die spanische Treppe und viele römische Küchen und auch Eisdielen und Cafés natürlich. Am Abend gab es dann noch einen kleinen Abstecher nach Trastevere, einem kleinen Stadtteil, in dem sich Künstler aufhalten. Und dort habe ich auch einen Künstler filmen können, der dort auf der Straße ein kleines Kunststück mit Kindern und mit den Jugendlichen dort auf der Straße veranstaltet. Ich zeige euch hier mal ein paar Bilder vom Montag und dann schauen wir weiter.
Am Dienstag zur heiligen Messe und zur Papstaudienz auf dem Petersplatz kamen einige Gruppen, unter anderem auch ich, leider nicht auf den Platz, da dieser sehr überfüllt und in der prallen Hitze in der Sonne nicht begehbar war. Trotzdem war der Dienstag, ich saß noch in einem wundervollen Café vor dem Pantheon und machte dann am Abend noch ein wundervolles Foto vom Kolosseum im Sonnenuntergang. Insgesamt trotz einer doch großen Enttäuschung, nicht auf den Petersplatz zu kommen, war auch der Dienstag ein erfolgreicher Tag. Neigt sich die Woche schon langsam dem Ende entgegen. Gestern am Mittwoch, heute, wo ich das wieder aufnehme, ist Donnerstag, war ich mit einer Gruppe von Jugendlichen auf dem Petersplatz dann doch noch, um den Petersdom zu besichtigen und hineinzugucken in das große Bauwerk, Zentrum des Petersplatzes. Heute am Donnerstag ging es dann zum Castel Gandolfo. Da gab es auch viel zu sehen und Wissenswertes zu erfahren. Danach liefen wir noch zu Fuß zu einem kleinen Noviziat der Don Bosco-Schwestern in Rom oder in der Nähe von Rom, wo wir noch ein bisschen das Leben der Novizen, also der werdenden Schwestern, Nonnen Don Bosco-Ordens, kennenlernen durften und ein paar Fragen stellen durften. Und dann wurde uns noch das Noviziat gezeigt und am späten Nachmittag ging es wieder zurück auf den Campingplatz.
am morgigen Tage folgt noch ein wenig Programm und am Samstagmorgen wird es dann wieder nach Hause gehen. 9 Tage insgesamt sind wir unterwegs. Nur 70.000 Ministranten wohl aus ganz Deutschland auf der Wallfahrt nach Rom. Und ich mit dabei als Ministrant. Auch ein wundervolles Erlebnis, mal zu pilgern und mal nach Rom, in den Vatikan, nach Italien, die ewige Stadt zu fahren und da ein wenig Erlebnisse zu sammeln und zu pilgern. Suche Frieden und jage ihm nach. Das war das Motto der Ministrantenwallfahrt 2018 in Rom. Hier ein Pilgerschal meiner Diözese, meiner Gruppe von der Wallfahrt. Hier auch das Pilgerarmband der Reise. Da habe ich schon ein bisschen was getauscht. Da sind hier die einzelnen Chancen, die man tauschen kann. Da ist ja einmal das Wallfahrtslogo. Das hier, das kann man nicht so gut erkennen. Das Zeichen meiner Diözese, meines Bistums, meiner Gruppe, mit der ich gereist bin. Das Vatikanlogo. Das ist ein Logo, das müsste man nachgucken, wie das ist. Das ist... Na, sehe ich gerade nicht, aber... Das war auf jeden Fall auch eine Gruppe, mit der ich mich getroffen habe und mit der ich das Junk tauschen konnte. Und das letzte hier, das Ministrantenlogo von Bistum Görlitz. Grüße bitte, gehen raus. Da, das hier. Da, die Merchandise-Artikel der Rom-Wallfahrt 2018. Ja. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben, mein Video zu Rom. Naja, ich konnte ein paar Bilder zeigen. Das Filmen mit der Videokamera war jetzt nicht wirklich möglich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, sollte das der Fall sein. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Ich werde den Abend hier nochmal genießen und vielleicht ein bisschen in den Pool springen. Und die Hitze ein bisschen erträglicher machen. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.